Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Folge Lotus. Schön, dass du wieder da bist. Ja, das sieht fast fertig aus, oder? Das sieht schon fast fertig aus, würde ich sagen. Da stehen Fahrgäste an den Haltestellen. Leider steigen sie noch nicht ein. Wir werden uns heute mal die Karte Koblenz angucken, denn die hat natürlich schon Passagiere, Leute, Menschen, die auf der Straße laufen. Also Corona ist hier vorbei in Koblenz. Dementsprechend sehen wir jetzt hier stehende Fahrgäste. Und das wollen wir uns doch heute mal angucken, weil so an sich, ich glaube, die Karte Diorama hat es ja nur aktuell drin. Ne? Die hat, glaube ich, da ein Update bekommen, wo die Fahrgäste halt schon rumlaufen oder die Menschen halt rumlaufen. Ja, Koblenz halt auch. Und jetzt können wir mal so gucken, einfach mal so ein bisschen vergleichen, wie das Ganze halt mit einer anderen Simulation aussieht, die was mit Bus zu tun hat. Und was hier natürlich schon auffällt, ist, die Menschen bewegen sich ja auch an den Haltestellen hier, ne? Die stehen nicht einfach nur schnurstracks da oder sowas, ja, sondern hier, wenn wir uns hier die dicken Manfred hier angucken, hier, der wahrscheinlich auch den Namen weiterhin behalten hat, der natürlich ein bisschen komisch proportioniert ist, aber das ist ja witzig, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Sehen wir hier, wie gesagt, also er steht halt wirklich nur da, guckt halt doof aus der Wäsche, aber wie gesagt, ab und zu siehst du dann mal hier so eine kleine Bewegung hier, wie zum Beispiel bei ihm jetzt hier, er sucht gerade eine Hand, kriegt dir mal diese Riesenhände an, die Hände, die sind doppelt so groß wie sein Kopf, ja, hallo? Ich möchte nicht wissen, wie Marcel und Janine aussehen. Nein, das ist natürlich jetzt hier kleiner Spaß am Rande. Ja. Auf jeden Fall sieht es halt schön aus, ja, dass die Fahrgäste nicht einfach nur dastehen oder sowas, sondern die Menschen, die bewegen sich hier halt auch. Wir werden mal hier so ein bisschen mal rumcruisen, hier mit unserem Bus, mit unserem Solaris. Also großes Dankeschön da an Steven nochmal, da gab es auch nochmal so ein kleines Update, wobei ich noch nicht ganz gefunden habe, wo das Update sein soll. Fehlt hier ein Scheibenwischer? Jo, hier fehlt einfach mal ein Scheibenwischer. Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Hier fehlt ein Scheibenwischer. Da fehlt irgendwie, ist nicht dran, Steven. Schande über dein Haupt. Nein, wie gesagt, wollen wir uns das Ganze hier mal so ein bisschen angucken auf der Karte Koblenz. Ich habe hier soweit alles drin. Ja, wir können jetzt hier mal ganz kurz die Türen schließen und mal so eine kleine Runde drehen. Die Karte ist ja, glaube ich, ist ja aktuell nicht optimiert. Für Bus, glaube ich. Aber ihr seht es halt, ne? Guckt euch da mal an, wie großartig das ausschaut, ja? Die Autos ploppen gerade ein bisschen spät auf hier. Wie toll das aussieht, wenn hier Menschen rumlaufen, ja? Man merkt halt richtig, dass hier jetzt so mittlerweile so Leben. Der fehlt doch jetzt aber. Der fehlt aber seit neuestem erst hier. Das sehe ich ja jetzt. Nee, was wollte ich sagen? Wie gesagt, dass hier jetzt Leben herrscht. Ja, also es war ja schon mit Autos, war es natürlich schon ein absolutes Highlight gewesen, dass du jetzt hier natürlich dann so fahren konntest und sich hier die Autos bewegt haben. Aber dass jetzt so mittlerweile auch jetzt, wie gesagt, die Menschen rumlaufen, das ist natürlich schon, ja, ich würde schon sagen, ein ziemlicher Fortschritt. Ja. Also jetzt natürlich jetzt noch das Letzte, ja, Fahrpläne und dass die Fahrgäste eventuell noch einsteigen. Dann haben wir es erstmal so, weißt du, dann ist erstmal alles final, ja, dann kann man auf jeden Fall damit schon definitiv irgendwas machen. Ja, wenn die jetzt hier zum Beispiel einsteigen, dann geht's los dann halt, ja, bin ich der Meinung. Klar, dann muss natürlich weiterhin alles noch gemacht werden und optimiert werden und Technik muss natürlich noch erweitert werden, dann fehlen noch die ganzen Fahrzeuge, richtig schöne, tolle Karten, ja, also Düsseldorf, weiß ich gar nicht, die müsste auch mal ein Update bekommen hier mit den Menschen, das wäre natürlich schon großartig und dann, ja, können wir hier wirklich schon langsam davon reden, dass Lotus nicht einfach nur ein Early Access Tool ist, sondern dass man damit tatsächlich auch schon was machen könnte. Klar. Läufst du hier rüber? Schande. KI-Verkehr, ne, also ist ja erstmal nur beschränkt auf die Fahrzeuge oder sowas. Jetzt wird natürlich noch zum Beispiel die
KI-Züge zum Beispiel halt noch, ja, da könnte noch also Steven muss da auf jeden Fall irgendwas mit dem Bus machen hier. Warum auch immer die Tür offen war hinten noch? Ja, aber wie gesagt, also wir nähern uns langsam, aber sicher halt wirklich dahin. Guckt da, das sieht so hübsch aus, wenn die Menschen da hinten langlaufen. Ja, also oh, jetzt wurde ich geblitzt. Hier ist Bus, wir müssen hier rein, hier ist Bus. So. Türe auf und gucken, wie gesagt, ja, also das ist schon Wahnsinn. Wie gesagt, ich bin jetzt so kein großer Fan von der Karte Koblenz, ja, weil mir sind einfach hier viel zu viele Löcher hier drin, ja, man kann da bis da hinten hinkicken, ja, und das ist alles unfertig, aber das ist die einzige Karte, die aktuell die Performance bietet und halt natürlich schon eigentlich relativ zeitnah immer geupdatet wird. Also wenn irgendwas Neues in Lotus kommt, dann ist die Karte Koblenz halt immer mit vorne dabei, weil man wahrscheinlich schon innerhalb des neu angekündigten Futures wahrscheinlich das Ganze schon mit einbaut, weil da gibt es so Sonderrechte und so, aber dementsprechend hast du halt eigentlich immer auch zum Start, wenn irgendein neues Feature kommt, eigentlich auf der Karte Koblenz schon immer mit dabei. Und ja, wie gesagt, auch wenn sie so an sich nicht viel, wirklich viel zu bieten hat, ist es eigentlich schon schön zu sehen. Gebe ich zu. Wenn jetzt hier so die Menschen rumlaufen. Ja. So, jetzt haben wir hier natürlich. Ah ja, hier passt leider mit dem Fußgänger nicht hin und sowas. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt gehabt, dass die Karte ja ursprünglich ja noch nicht für Bus gedacht ist, sondern eigentlich eher für Straßenbahn. Deswegen fahren wir jetzt mal hier so ein bisschen. Gucken wir uns mal hier am Hauptplatz mal oder am Hauptbahnhof. Schauen wir uns mal das Ganze mal an. Aber wie gesagt, hier Menschen laufen rüber. Das ist schon cool. Autos fahren. Also wie gesagt, Leben in Lotus. Es ist möglich tatsächlich. Und das sieht halt wirklich auch noch gut aus. Man hätte wirklich am Anfang fast schon denken können, Omsi? Nein. Es ist nicht Omsi. Aber wie gesagt, bis dahin dauert es noch ein bisschen. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung man jetzt weitergeht. Klar, man hat ja jetzt gerade ein paar Angriffsflächen, wo man ja irgendwie jetzt gerade entwickelt und macht und tut. Ich möchte nicht in denen ihre Haut stecken, ganz ehrlich. Ja, der Kopf, der müsste rauchen bis zum geht nicht mehr, weil da halt einfach noch so viele Sachen sind, die da noch irgendwie gemacht werden müssen. Jeder fordert und jeder sagt so das und das und das muss noch rein, ja. Da kann ich mir schon vorstellen, das muss widerlich sein, ja. Also deswegen, also denen ihre Haut möchte ich halt nicht stecken, ja. Klar, wie gesagt, man ist ja halt auch irgendwo Unterstützer, ne? Man unterstützt das Ganze ja halt, das macht man ja so, man kauft ja hoffentlich Lotus jetzt nicht nur, weil man jetzt irgendwie, ich sag mal, nur spielen möchte, ne. Sondern um halt auch irgendwie Content so zu kreieren. Ne? Die Leute sind natürlich mega wichtig. Ohne diese Leute wird es wahrscheinlich nichts. Ja, also das wird genauso sein wie in Omsi, dass später denn das Ganze halt wirklich nur durch die Community dann weiterlebt. Ja? Weil die dann halt wirklich da ihre ganzen Sachen da basteln. Ja, das Repaint hier zum Beispiel mitgeliefert hier von der DVB. Sieht schon schick aus. Aber wie gesagt, das ist mir vorher nie aufgefallen hier, ja, dass das da irgendwie fehlt. Steven. Hier, guck doch mal. Der läuft ja wie so ein Gorilla. Diese Riesenhände. Was haben die damit in die Hände gemacht? Verstehe ich nicht.
Was ist denn eine Baustelle? Okay. Gott sei Dank sind wir ja Bus. Wir können ja außen rumfahren. Vorteil vom Bus. Ja, du kannst halt. Vorbeifahren. Ja, sonst könnt ihr gerne mal ihr mal eure Meinung dazu mal posten. Würde mich mal brennend interessieren. Für euch jetzt so langsam, aber sicher geht's los, oder? Was sagt ihr? Geht's jetzt los wieder mit dem Mapbau oder sagt ihr immer noch, nee, wir warten immer noch? Denn schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und ja. Und weggekachelt. Ja, mit dem Busbahnhof. Die Schranken öffnen ja eh nicht. Oh, doch. Hier wurde weiter gebaut. Der Busbahnhof ist auf jeden Fall neu, den kenne ich gar nicht. Achso, warte mal, das war ja hier. Oh. City Tram. Na Mensch. Das sieht ja mal ordentlich aus. Das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. So, hast du hier, ne? Bitte Fahrpläne beachten. Hier ist auch ordentlich was los hier. Hier schön mit den Rampen und sowas. Das kann sich, ja, das kann sich auch sehen lassen. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Hier hinten hast du noch so ein bisschen Pappe dran, ne? Für den Laden hier. Ist noch nicht fertig. Hier hast du Fahrradboxen. Ja, das kann sich doch sehen lassen. Hat er gut gemacht. Hier auch nochmal Baustelle. Hier wird wahrscheinlich auch noch gerade irgendwas gebaut oder sowas. Oh. Ah ja, jetzt, Ach, Mann. Mann, oh, jetzt muss ich wieder raus. Ach, jetzt erwischt er den wieder nicht. Oh, hä? Was ist denn jetzt? So, angefordert. Ja, also wie gesagt, ist schon definitiv schön anzusehen alles. Lebende Menschen, wie gesagt, Corona ist vorbei hier in Koblenz. Man darf endlich das Haus verlassen. Und dementsprechend tobt hier das Leben in Koblenz. Ah, da kann man auf jeden Fall schon definitiv einiges draus machen. Wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare posten, was ihr davon so haltet, so jetzt mit den ganzen Menschen. Ich glaube, so Let's Play-Technik hatten wir davon noch gar nichts gesehen, aber ihr seht es ja jetzt selbst, ne? wie cool das eigentlich ausschaut. Wie gesagt, manchmal ist jetzt echt so, hast du jetzt falsch geschildert oder sowas, oder warum steigen die jetzt nicht ein? Ja? Irgendwie so dieses Gefühl hast du jetzt halt wieder und das ist halt eigentlich schon eine ziemlich coole Sache, ne? Also auf jeden Fall, wie gesagt, nähern wir uns Stück für Stück immer näher an einer fertigen, Anführungsstrichen fertigen Version, wo wir dann auch demnächst mal den Fahrgäste kutschieren können. So.
Sonst bleibt mir jetzt hier erstmal nichts zu sagen, außer danke, dass ihr erstmal dabei wart. Ne? Ich bin mal auf eure Kommentare gespannt und auf dass wir uns dann beim nächsten Mal Lotus hier wiedersehen. Vielleicht dann schon mal wieder mit was ganz Neuem. Mal gucken, was uns so in der nächsten Zeit hier erwartet mit dem Lotus-Simulator. Bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du dabei warst und wir hier mehr von Lotus sehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage tschüss.